Ein Geschichtsort in der Kreisstadt St. Wendel ist der Fruchtmarkt, ein Knotenpunkt des städtischen Lebens. Bis heute ein beliebter Treffpunkt bei Jung und Alt. Der Fruchtmarkt ist von alters her Zentrum der Stadt St. Wendel, auch wirtschaftliches Zentrum. Er hat seinen Namen von den Fruchtmärkten, die hier ab dem frühen 19. Jahrhundert jede Woche stattfanden. Dort wurden Feldfrüchte, also Getreide, gehandelt. Es fanden hier auch Wochenmärkte und Krammärkte statt, regelmäßig. Diese Märkte verliehen dem Platz seinen Namen. Seit 1896 ist die Bezeichnung Fruchtmarkt auch der offizielle Straßenname. Doch natürlich war der Platz schon lange vorher bedeutend. 1440 schenkte der Kurfürst der Pfarrei St. Wendelin den Platz vor der Kirche, damals Kaff genannt, um dort eine Kaufhalle zu errichten. Das Gebäude war zweistöckig mit einem Türmchen. Unten war Platz für Märkte und im ersten Obergeschoss war Raum, um Ratssitzungen abzuhalten. Es war also das erste Verwaltungsgebäude der Stadt St. Wendel. Das Gebäude steht heute nicht mehr. An dieser Stelle wurde 1802/3 das heutige alte Rathaus gebaut. Eine der vielen baulichen Veränderungen des Platzes im Laufe der Zeit. So wurde auch der Friedhof, der sich ursprünglich an der Kirche befand, 1779 verlegt. Relativ neu sind ebenso die Häuser am Fruchtmarkt. Von der ursprünglichen Bebauung ist nichts mehr erhalten, diese wurde vollständig zerstört. Die Häuser, die heute noch zu sehen sind, stammen alle aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie sind als Ensemble denkmalgeschützt. Denkmalgeschützt ist auch das katholische Pfarrhaus am Fruchtmarkt. Ab Mitte der 1980er Jahre wurde der Stadtkern zur Fußgängerzone umgestaltet. Ab 1988 auch der Bereich um die Basilika. Dies geschah nach Plänen von Leo Kornbrust. Er schuf auch eine Basaltlava-Pyramide, die dem Künstler Otto Freundlich gewidmet ist und den Ausgangspunkt der Straße des Friedens, Straße der Skulpturen in Europa, markiert. Der Fruchtmarkt hat nicht nur wirtschaftliche und religiöse Bedeutung für die Stadt, sondern auch politische. 1832 stellten hier Bürger der Stadt einen Freiheitsbaum auf, als Zeichen für mehr Mitbestimmung und Freiheit der Bürger. Was vor langer Zeit passiert ist, das erfahren wir aus alten Dokumenten. Das Stadtarchiv St. Wendel sammelt alles, was die Stadtgeschichte betrifft. Akten, Urkunden, Fotos und vieles mehr. Die Dokumente werden in einem Nebenraum der St. Wendler Tiefgarage archivgerecht gelagert. Wir befinden uns hier im Magazin des Stadtarchivs St. Wendel. Hier werden Akten und Urkunden von 1400 bis 1974 aufbewahrt. Es ist also die ganze Stadtgeschichte dokumentiert. Zu den ältesten Akten des Stadtarchivs gehört etwa eine Stadtordnung von 1514, die das innerstädtische Leben regelt. Von 1816 stammt eine Besitzurkunde, die eine besondere Periode der Stadtgeschichte einläutete. Auf dem Wiener Kongress bekommt Ernst I. von Sachsen-Coburg-Saalfeld als Entschädigung Teile des ehemaligen französischen Saardepartements. Und diese vorliegende Urkunde ist die sogenannte Besitzergreifung seines neuen Entschädigungslandes, in den Akten anfänglich als das überrheinische Fürstentum St. Wendel bezeichnet, später als Fürstentum Lichtenberg. Sitz des Stadtarchives ist das Dienstgebäude der Stadtverwaltung in der Schlossstraße 7. Grundsätzlich steht das Archiv allen offen, die interessiert sind an der Stadtgeschichte. Häufig kommen Familienforscher, auch Schüler, Studenten, Heimatforscher, Heimatvereine. Wir haben die gleichen Öffnungszeiten wie die Stadtverwaltung. Wenn man ein umfangreicheres Forschungsvorhaben hat, ist ganz gut, wenn man sich vorher anmeldet und schon mal nachfragt, ob Bestände vorhanden sind. Wir helfen dann sehr gerne auch bei der Recherche. Das Stadtarchiv ist auch an Publikationen beteiligt. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtarchivs St. Wendel haben sie in den laufenden Jahren auch an etlichen Publikationen, unter anderem des Stadtmuseums, beteiligt oder sind als Verfasser aufgetreten, wie beispielsweise die erstmals erschienene Biografie Luise, Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld, die von Herrn Gerhard Schnur und mir verfasst wurde, anlässlich der großen Luise-Ausstellung 2006. Und im Laufe der Jahre haben wir Vorträge gehalten, haben Aufsätze geschrieben, etc.
Zudem werden seit 10 Jahren die Aktenbestände des Archivs eingescannt. Seit 2008 werden unsere Altbestände mit einem professionellen Scanner digitalisiert. Der Nutzer kann die Akten hier vor Ort in digitaler Form einsehen. Dies erleichtert zum einen die Benutzung durch uns selbst als auch durch Fremdnutzer und schont die Originale. Die Akten bis ungefähr zum Ersten Weltkrieg sind bereits komplett eingescannt. Besuchern steht in der Schlossstraße 7 eigens ein Raum zur Verfügung. Doch auch online kann recherchiert werden. Auf der Webseite des Stadtarchivs gibt es umfangreiche Informationen zur Benutzung. Die Findbücher zu den Beständen A bis D können heruntergeladen werden und es gibt dort einige Informationen auch zur Stadtgeschichte.